Links. Düsseldorf im Übrigen wieder in der Abwehr mit Vojtovic und Kapitän Lohse. Kaiser geht auf Nummer sicher. Nach 10 Minuten der erste Eckball für die Gastgeber aus Wattenscheid. Und den wird Thorsten Fink hereinbringen. Abwehr Schmadtke und dann Ali Ibrahim nach dem Motto: zu einem gescheiterten Versuch gehört genauso viel Mut wie zu einem gelungenen. Hannes Bongartz seit dem 9. November letzten Jahres ohne doppelten Punktgewinn zu Hause. Dann Düsseldorf, hier mit Vojtovic, Gegenspieler von Sahne. Und er und Fink waren es, die das Spiel zunächst einmal belebten. Hier Sahne gegen Libero Lohse. Thorsten Fink, zweite Gelegenheit für Wattenscheid, gespielt gerade 12 Minuten. Für einen Platz an der UEFA Cup Sonne warfen die Düsseldorfer spielerisch zunächst einmal zu viel Schatten. Langbein hatte Thomas Allofs voll im Griff, Bach neutralisierte Andersen. Und so blieb eigentlich wenig aus der zweiten Reihe, so wie hier dieser Schuss von Kapitän Ralf Lohse. Überhaupt hatten sich die knapp 10.000 Zuschauer im Lohheide-Stadion wahrscheinlich, wie Düsseldorfs Trainer, mehr von diesem Spiel versprochen. Es blieb zunächst einmal doch große Langeweile. Wäre da nicht Suleiman Sahne gewesen. Wieder einer seiner flotten Antritte gegen Lohse und der kann sich ja nicht in Luft auflösen. Und so gab es auch keinen Pfiff von Schiedsrichter Assenbach. Sahne verletzte sich hierbei, konnte aber wenig später weitermachen. Die meisten Angriffe der Düsseldorfer blieben schon in der Wattenscheider Hälfte stecken. Dann schießt Kahle, der beste Angriff im ersten Durchgang. Für den Gastgeber, Sahne, Thorsten, Ibrahim öffnet ihm den Weg. Schmadtke mit einer gekonnten Fußparade hat das Glück des Tüchtigen. Fink trifft nur den Pfosten. Wir sehen das Ganze noch einmal. Glückliche Momente für den Düsseldorfer Torhüter Jörg Schmadtke. Dann gab es die ersten hitzigen Auseinandersetzungen in einer bis dahin sehr fairen Auseinandersetzung. Vojtovic und Sahne geraten hier aneinander. Dann ein aufgeregter Kapitän aus Düsseldorf gegen Sahne. Was blieb, waren zwei gelbe Karten von Schiedsrichter Karl-Josef Assemacher. Einmal gegen Vojtovic, der hier unten liegt, und Suleiman Sahne. Und wenig später dann sinkt Hans-Werner Moser wie vom Blitz getroffen zu Boden. Was war geschehen? Ein Steinwurf aus dem Düsseldorfer Fanblock. Eine Beule für Moser, der nach längerer Behandlung weitermachen konnte. Und hoffentlich eine empfindliche Strafe für den Übeltäter. Denn die gute Nachricht nach diesem hinterhältigen Angriff folgte wenig später. Den aufmerksamen Ordnungshütern gelang es, den Täter zu ermitteln und vorläufig festzunehmen. Dann noch ein Trick von Hartmann. Das war es dann aber auch schon im ersten Durchgang. Keine Tore, 0:0 nach 45 Minuten. Dann Wechsel bei Düsseldorf. Sven Demand kam für Jörn Andersen, aber die ganze Mannschaft schien wie verwandelt. Toni Baffo, Büskens, dann der neue Mann, Sven Demand, wieder Büskens. Marcelo Carrasido, 19 Meter. Und jetzt kam Stimmung in die Bude. Erste große Parade von Ralf Eilenberger. Gespielt waren genau 120 Sekunden im zweiten Durchgang. Dann im Gegenzug Scheitz, Hartmann, spielt doch steil, Mann, schrie ein Zuschauer. Und auf Sahne. Und der trifft 1:0 nach 57 Spielminuten. Da lässt er sich feiern nach seinem 12. Saisontreffer und hatte gerade zwei Düsseldorfer grob verärgert. Einmal Toni Baffo, er feiert heute seinen 26. Geburtstag. Er verlor das Laufduell und durch die Beine von Schmadtke, der sich natürlich ärgert. 1:0 also für Wattenscheid. Und jetzt wurde das Spiel temperamentvoll und es entwickelte sich doch noch eine gute Bundesliga-Begegnung. Jetzt Düsseldorf, spielerisch auch stärker im zweiten Durchgang. Antoine Hay, Allofs, Sven Demann verfehlt hier nur um Zentimeter. Noch einmal das Spiel von Hay, steil auf Allofs, dessen Querpass erreicht Sven Demand nicht ganz. Dann wechselt Hannes Bongartz, bringt Stefan Emmerling. Mit viel Applaus wird Uwe Ciskale verabschiedet. Und dieser Stefan Emmerling fügt sich prächtig ins Wattenscheider Spiel, so als hätte er von Beginn an mitgespielt. Moser auf Emmerling, der ist nicht im Abseits. Kopf hoch, Querpass, Suleiman Sahne mit Köpfchen, 2:0. Der 13. Saisontreffer. War da schon die Vorentscheidung?
Auch dies sehen wir noch einmal, vorbereitet durch Stefan Emmerling. Sahne gleich zweimal, zunächst rettet Schmadtke und blitzschnell schaltet Sahne und erhöht auf 2:0. Freude natürlich beim Wattenscheider Anhang. Wieder Emmerling gegen Caracedo, dann Thorsten Fink und dann Michael Schulz wird hier von Schiedsrichter Assenmacher ermahnt. Meiner Meinung nach wäre aber gerne eine gelbe Karte hier angebracht gewesen. Wir sehen das hier ganz deutlich. Hier der rechte Fuß von Schütz, dann hebt er die Arme, als habe er nichts getan. Der folgende Freistoß, Jörg Bach, und da fehlen ganze 3 cm. Hannes Bongartz wechselt nicht mehr, dafür aber Hickersberger bringt Richard Walz für Andreas Kaiser im Spiel. Und das Augenmerk von Hannes Bongartz richtet sich noch einmal aufs eigene Tor. Düsseldorf kommt noch einmal über Sven Demand gegen Hans-Werner Moser. Eilenberger kann nicht festhalten, Fink rettet und der anschließende Eckball für Düsseldorf verpufft ohne große Wirkung. Dann noch einmal die Gastgeber, noch einmal ein Auftritt von Süleyman Sahne. Er hatte den größten Anteil am Wattenscheider Erfolg, denn ich darf es vorwegnehmen, es blieb beim 2:0. Wir sehen es hier noch einmal. Der erste Heimsieg der SG Wattenscheid seit dem 9. November letzten Jahres unter Dach und Fach. Zwei Dinge dürften somit feststehen. Wattenscheid auch in der kommenden Saison erstklassig. Für Düsseldorf ein